Ach, hallo liebe Freunde des gepflegten Grünteppichs. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video des Rasenpioniers. Im heutigen Video soll es um Erifiziergeräte gehen. Warum mache ich so ein Video? Tja, folgendermaßen, ich habe einen sehr verdichteten Boden, weil ich einen Lehmboden habe und habe mir irgendwann die Frage gestellt, was kann ich gegen die Staunässe unternehmen, die ich bei mir ab und zu habe? Und da war eine Idee auf jeden Fall oder eine Option, einen Handerifizierer zu nehmen. Weil in meiner Fläche lohnt sich nicht wirklich ein Gerät zu nehmen und deswegen bin ich auf Handerifizierer gestoßen. Da es da unterschiedliche Modelle gibt, wusste ich jetzt nicht genau, was ist das Beste, für mich zumindest, und deswegen mache ich diesen Test. Wer von euch noch gar keine Ahnung vom Erifizieren hat oder auch neu auf meinem Kanal ist, Erifizieren ist die Möglichkeit, mehr Luft in den Boden zu bekommen, indem man Löcher in den Boden einstanzt und entweder den Boden sogar rausholt, wie es bei mir der Fall ist, weil ich heute Hohlspuns testen werde, und befülle danach den Boden immer ein bisschen mit Sand, um ihn durchlässiger zu machen. Es gibt aber auch Vollspuden-Varianten, wo man einfach nur Löcher in den Boden stößt und dort eben mehr Luftkammern erzeugt und auch das Wasser besser eindringen kann. Wie das Ganze stattfindet, was die Modelle alles können und auch in welchen Preislinien wir uns befinden, werdet ihr alles im Video sehen. Es war auf jeden Fall eine spannende Zeit und auch eine sehr lehrreiche Zeit. Freut euch drauf, das Video geht jetzt los. Bis gleich. Da fällt mir übrigens ein, noch ein paar Hinweise zum Anfang des Videos. Ich wurde von keinem Hersteller dafür bezahlt, hier ein Gerät besser oder schlechter darstellen zu lassen. Außerdem ist es absolut meine subjektive Meinung, die ich hier vertrete. Ich habe hier nicht Stiftung Warentest oder irgendwas anderes, sondern es ist meine Meinung als Kunde, wie ich mit den Geräten umgehen kann. Die Daten, die ich aufgenommen habe, habe ich entweder von der Webseite direkt runtergezogen oder ich habe sie ausgemessen. Trotzdem seht es bitte alles ohne Gewähr, weil ich hier nicht jede kleinste Millimeterspalte oder was gemessen habe. Der Rasen zu der Zeit, als ich das Video gedreht habe, war eben auch noch nicht ganz optimal. Ich hatte ja Probleme mit Schneeschimmel diesen Winter, also von daher seht es mir nach, dass nicht jede Stelle super perfekt aussieht, sondern zum Teil eben noch ziemlich mitgenommen. Und was ich auch noch sagen wollte, ich habe extra keine Billiggeräte für 40, 50 Euro getestet. Ich wollte hochwertige Geräte testen, die man langfristig nutzen kann. Und dementsprechend habe ich jetzt hier auch kein niederpreisiges Gerät, wo dann vielleicht auch die Qualität nicht ganz so optimal wäre. Das ist bloß ein kleiner Hinweis für alle, die am Ende vielleicht im Kommentar wieder schreiben würden, warum hast du das nicht gemacht, das stimmt ja gar nicht, wie auch immer. Es ist ein Video, was ich so aufgenommen habe. Seht es mir nach, wenn hier und da kleine Fehler drin sind. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß dabei und schaut es euch an und bildet euch eine eigene Meinung. Hier eine Übersicht, was euch in dem Video überhaupt erwarten wird. Als erstes möchte ich euch natürlich erstmal die Geräte vorstellen. Danach gehen wir rüber und schauen uns mal ein bisschen näher die Qualität an. Natürlich ist dann auch ganz wichtig, die Funktionalität, also im Umgang, sich das mal näher zu bringen. Nebenbei gebe ich euch natürlich noch ein paar zusätzliche Informationen mit, die ich halt gefunden habe. Und am Ende ziehe ich natürlich auch mein persönliches Fazit. Und dann starten wir auch schon in die Vorstellung. Der Snebe Rasendüfter ist mit seinen 115 Euro heute der günstigste Kandidat im Vergleich. Mal sehen, ob das was zu heißen hat. Der Swordman Handerifizierer liegt mit 119 Euro nur knapp darüber. Macht das aber einen Unterschied aus? Im mittleren Preissegment findet sich der Handerifizierer vom Rasendoktor mit 149 Euro wieder. Man darf gespannt sein. Dicht gefolgt vom Handerifizierer von Kreites mit 155 Euro. Mal sehen, was er anders macht. Die preisliche Oberklasse in unserem Vergleich nimmt der Erifizierer von Rasenspecht mit 185 Euro ein. Ob das gerechtfertigt ist, werdet ihr später erfahren. Das erste Gerät heute im Quality Check ist der niederländische Snebe. Es ist ein handgefertigtes Gerät. Im Stiel besteht es aus Eschenholz und unten in der Erifiziergabel, die mich etwas an einen Steigbügel von einem Sattel erinnert, ist sie aus Edelstahl. Das Gerät ist mit 1,6 Kilo wirklich das Leichtgewicht heute bei den Geräten und die Spoons sind sehr konisch, allerdings auch nicht ganz so wirklich scharf. Ich hätte sie mir etwas schärfer gewünscht. Aber ansonsten ist das Gerät rundum gut verarbeitet. Als nächstes folgt der Swordman. Er sieht etwas kleiner und gedrungener aus, aber oho, sehr hochwertig und zwar in Gänze aus Edelstahl. Das kriegt man bei fast 2 Kilo gar nicht richtig zu spüren. Und auf der anderen Seite sind die Spoons auch sehr, sehr hochwertig gemacht und schön breit, allerdings nicht so konisch und man muss sagen, sie sind leider auch nicht so scharf, wie man sich das wünschen würde.
Die österreichische Eigenentwicklung aus dem Hause des Rasendoktors zeichnet sich durch unterschiedliche Materialien aus. Einerseits ist der Stiel und der Griff oben aus Aluminium, der kleine Verbinder unten für die Spoons ist aus Edelstahl und die Spoons selbst sind aus gehärtetem Stahl. Der Erifizierer an sich wiegt knappe 2,7 Kilo, also auch nicht wirklich schwer. Die Spoons an sich sind sehr schön konisch verarbeitet und auch so scharf, wie sie sein sollten. Beim handgemachten Gerät von Kreites sprechen wir hier wirklich von einem sehr robusten Gerät. Das gesamte Gestell ist aus feuerverzinktem Metall, das bedeutet Korrosionsschutz, und auch die Stahlspoons deuten darauf hin, dass man es langfristig einsetzen kann. Allerdings muss man auch sagen, beim Gewicht von 3,4 Kilo ist es wirklich kein Leichtgewicht, aber die Spoons sind wirklich scharf und auch schön konisch verarbeitet, sodass ein Reinkommen in den Boden wunderbar möglich war. Der letzte im Bunde des Quality Checks ist der Rasenspecht, der ebenso handgefertigt und hochwertig verarbeitet ist. Auch hier verbergen sich unterschiedliche Materialien, wie zum Beispiel im Gestell aus Aluminium, die Spoons an sich aus Edelstahl und nur die Schneidringe nochmal aus speziellem Stahl. Mit etwa 2,4 Kilo ist es kein wirklich schweres Gerät und liegt im ungefähren Mittelfeld. Die Spoons sind schön scharf verarbeitet und auch so konisch, dass man wunderbar elegant in den Boden hereinkommt. Bei der Funktionalität schauen wir beim Snebur als erstes mal auf den Griff. Der ist etwas komisch verarbeitet, liegt aber an sich gut in der Hand. Die Benutzerfreundlichkeit ist auch sehr einfach, man muss nicht viel üben, um es zu verstehen. Die Kraftintensität ist gering, der Auswurf aber sehr gut. Auch die zentrale Trittmöglichkeit macht es einem sehr angenehm, das Gerät zu benutzen. Und das Gerät ist außerdem schön stabil und mit einer Zughöhe von 97 cm auch etwas für größere Leute. Beim Griff des Wardman sieht das allerdings schon wieder etwas anders aus. Er ist relativ schmal und dann noch durch die glatte Edelstahlform kam es bei mir mit der Zeit zu Schwielen an den Händen. Sonst war er aber wirklich sehr stabil. Durch den Tritt rechts und links und die breiten Spoons muss man schon etwas mehr Kraft investieren. Auch die Zughöhe ist mit 88 cm wirklich nicht für wirklich große Leute geeignet. Es gehört etwas Übung dazu, ihn zu benutzen, weil er nicht jedes Mal wirklich gut ausgeworfen hat, sondern auch verstopfte Hohlspoons hatte. Aber dass er das wirklich kann, seht ihr hier nochmal eingeblendet, dass wirklich gute Cores raus entstehen, wenn man ihn ordentlich einsetzt. Der Griff des Rasendoktors fässt sich wirklich sehr gut an, auch wenn er manchmal etwas zerrutscht. Bei der Arbeit ist er wirklich sehr stabil. Mit einer Zughöhe von 86 cm ist er auch nicht wirklich für große Leute gedacht. Und auch der seitliche Tritt sorgt dafür, dass er gut in den Boden kommt. Allerdings braucht man eine mittelmäßige Kraftintensität. Was mich bei der ersten Benutzung als Anwender irritiert hat, war, wo die Cores jetzt eigentlich ausgeworfen werden. Am Anfang kamen sie sowohl oben als auch nach vorne raus. Grundlegend ist es aber richtig, dass sie nach vorne ausgeworfen werden. Aber da fände ich es besser, wenn später mal Hohlspoons eingesetzt werden, die oben geschlossen sind, sodass der Auswurf generell gleich von vorne stattfindet und man als Anwender nicht irritiert ist. Aber als ich es dann verstanden habe, wie ihr auch im Video seht, hat es wunderbar funktioniert. Der schöne breite Griff des Kreites sorgt dafür, dass man Variabilität in der Handstellung hat und fässt sich durch den speziellen Überzug auch sehr angenehm an. Das Gerät an sich war wunderbar stabil und sehr robust in der Arbeit. Die 100 cm Zughöhe sind zwar relativ groß, aber durch die sensationellen Trittmöglichkeiten mit diesen beiden Stufen hat man halt immer die Möglichkeit zu wechseln, je nachdem, welche Kraftintensität man aufwenden möchte oder kann. Was ich etwas negativ fand, war wirklich, dass ich am Anfang auch hier verstopfte Spoons hatte und mich erstmal daran gewöhnen musste, wie das ganze Gerät funktioniert. Als ich es dann aber hinbekommen habe, wie man hier im Video sieht, hat es wunderbare Cores ergeben und ich war am Ende wirklich sehr, sehr zufrieden und konnte vor allem auch mit dem Gerät sehr, sehr schnell sehr, sehr viel bearbeiten. Den für mich besten Griff allerdings, muss ich sagen, von allen Geräten hat der Rasenspecht. Er fässt sich einfach sehr gut an und man kann super arbeiten damit. Das Gerät ist super stabil. Die 94 cm Zughöhe sind ein schönes Mittelmaß, aber auch hier gibt es ja unterschiedliche Größen. Und ansonsten muss ich einfach sagen, macht das Gerät extrem viel Spaß. Man kommt butterweich in den Boden rein, die Auffangwanne macht einfach Spaß, weil man danach nicht mehr aufsammeln muss. Die Kraftintensität ist super gering, die Cores, die rauskommen, die sind wirklich 1A, wie ihr auch in dem Video sehen könnt. Und die Trittmöglichkeit rechts oder links hat man immer die Möglichkeit zu wechseln. Also in allem super Gerät, kann man perfekt mitarbeiten und ist für Anfänger wie Profis wunderbar geeignet. Ein weiteres wirklich wichtiges Kriterium in meiner Bewertung ist auch noch die Anzahl der Spoons und deren Abstand zueinander, weil das am Ende in der Bearbeitung zu einem guten Lochraster führt und die Bodenverbesserung überhaupt erst möglich macht.
Nach meinen Recherchen sollen so ungefähr 10 bis 5 cm ein optimaler Abstand der Spoons sein. 5 cm werden oftmals von Greenkeepern verwendet. Die nutzen sogar teilweise Maschinen sogar bei 3 cm. Aber ich sag mal so im Schnitt für einen Otto-Normalverbraucher sind 10 bis 5 cm wahrscheinlich optimal. Das entspricht am Ende einer ungefähren Lochanzahl von 100 bis 400 Löchern pro Quadratmeter. Und das ist wirklich nicht wenig, wenn man sich überlegt, was der ein oder andere wirklich an Quadratmetern an Rasen bei sich zu Hause zu stehen hat. Bitte versteht das nicht falsch, das bedeutet nicht, dass man mit weniger Löchern gar nichts erzeugt. Das heißt einfach nur, dass mehr Löcher mit einem dichteren Abstand natürlich ein bisschen mehr bezwecken, je nachdem, was man natürlich vorhat. Kommen wir also zu der Spoon-Anzahl und deren Abstände von unseren Geräten im Vergleich. Wir beginnen mit dem Rasenspecht, der mit 3 Spoons und einem Abstand von 5,5 cm wirklich sehr gut aufgestellt ist. Das bedeutet natürlich immer bei geringen Abständen, dass man auch öfter mal in den Boden muss als mit weiteren Abständen, aber das ist wirklich super angelegt. Der Rasendoktor mit 6 cm, aber dafür sogar 4 Spoons, ist nicht weit davon entfernt, also hat hier sogar noch bessere Möglichkeiten, weil er wirklich 4 Spoons hat. Der Swordman hat 3 Spoons und ist mit 9 cm immer noch im Gardebereich zwischen 5 und 10. Beim Kreides muss man sagen, der liegt leicht drüber. Der hat 3 Spoons und ist mit 11,5 cm leicht drüber. Das mag noch gerade so gehen. Aber beim Snebe am Ende mit 2 Spoons wirklich nur und sogar 19 cm Abstand sind wir da deutlich von entfernt, was hier zumindest als Optimum fürs Aerifizieren angegeben wird. Wer sich zum Beispiel noch mehr über das Snebe-Gerät informieren möchte, der kann direkt auf die Webseite von Snebe gehen und kann sich dort nochmal Detailbilder von dem Gerät anschauen oder auch rechts einen Text nochmal zum Aerifizieren durchlesen, der ganz nett geschrieben war. Und auch weiter unten finden wir sogar nochmal ein kleines Video vom Snebe, ganz nett gemacht. Bei Swordman muss man leider sagen, ist die Seite jetzt zu ihrem eigenen Aerifizierer doch relativ simpel gehalten. Man hat hier 3 Detailbilder, die man sich mal anschauen kann. Unten ein ganz kleines bisschen Text zu dem Gerät, aber auch nicht wirklich viele Details. Und das war es eigentlich schon. Da lobe ich mir die Seite vom Rasendoktor. Die ist wirklich sehr ausführlich. Einerseits hat man schöne Grafiken und Bilder, die man sich zu dem Gerät nochmal anschauen kann, wo wirklich auch mal alle Details gezeigt werden. Weiter unten wird nochmal was zu dem Handaerifizierer erklärt. Auch schöne viele Details zu dem Gerät werden dort abgebildet. Noch weiter unten hat der Rasendoktor auch ein eigenes Video erstellt. Und was natürlich ganz schön ist zu dem Gerät, wie man es ja auch gesehen hat, hier kann man natürlich auch Spoons wechseln. Und da kann man beim Zubehör eben auch zuschlagen und nochmal andere Spoons verwenden, wenn man das eben möchte. Beim Online-Shop von Kreides musste ich mich erstmal zurechtfinden, weil ich gleich dieses Bild zum Beispiel nicht als Aerifizierer erkannt hatte. Wenn man dann reinklickt, kriegt man ein paar Details zum Gerät, aber zum Beispiel so wichtige Sachen wie, dass die Spoons wechselbar sind mit allen Standard-Spoons, die man so auf dem Markt bekommen kann, fand ich jetzt eine wichtige Info. Ansonsten bietet der Hersteller hier auch noch eigene Spoons an, die man einsetzen kann. Aber wie gesagt, das ist nur seine Auswahl und es wäre noch viel, viel mehr möglich. Tja, und wie ein professioneller Shop aussehen kann, sieht man hier beim Rasenspecht. Es gibt so viele Rubriken, die man sich vorab noch zu dem Gerät durchlesen kann, wenn man möchte. Dann kann man natürlich direkt in den Shop gehen und dort in der Rubrik Aerifizierer nachsehen und hat richtig Konfigurationsmöglichkeiten. Das bedeutet, ich kann hier zwischen 2 Spoons wählen, wie das Gerät am Anfang aussah, oder jetzt mittlerweile auch mit 3 Spoons, was wir bei mir auch im Test hatten. Das Gerät selbst kann ich zwischen Grau und auch Grün wählen, was ich mir aussuchen will. Und auch bei den Größen kann ich 2 Größen auswählen. Also hier sehr viel Konfiguration möglich. Dann auch noch ein paar Hinweise zu den Spoons, die ich verwende, was ich da alles mitmachen kann, auch was im Lieferumfang mit enthalten ist. Und dann natürlich geht es weiter, dass ich mir auch unterschiedliche Spoons an Varianten aussuchen kann, was momentan im Shop im Angebot ist. Alle mit unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten, die je nach Verwendung dann genutzt werden. Ob 2 oder 3 oder sogar einer für Unkraut zum Beispiel. Und was ich richtig klasse finde, dass man eben sagen kann, man kann das Gerät auch, wenn es punktuell kaputt geht, eben ersetzen mit bestimmten Sachen, die hier eben auch möglich sind. Und als letztes, was ich als Standard sehe, eigentlich für alle Hersteller, dass man hier eben auch Zubehör mit reingibt zur Pflege. Das ist hier zwar 14 Euro oder wird auch teilweise so mitgeliefert, aber das sollte Standard sein bei allen, finde ich persönlich. Dann jetzt mal Butter bei die Fische. Und als erstes starten wir mit meinem persönlichen Eindruck zum Snebe. Grundlegend kann man sagen, die Verarbeitung ist wirklich 1A mit dem Eschenholz und dem Edelstahl. Da gibt es nichts dran zu meckern. Es gab einen leichten Auswurf der Cores, es gab einen stabilen Tritt, der schön mittig platziert war. Und auch das Handling ist super einfach und man muss nicht wirklich viel dazu lernen.
Was mir allerdings wirklich negativ aufgefallen ist, es gibt wirklich bloß zwei Spoons, mit denen man arbeiten kann. Der Abstand ist wirklich so weit, dass ich sage, das ist für mich eine maximal punktuelle Bearbeitung und für eine wirkliche Verbesserung des Bodens eher zu weit auseinander. Der Griff an sich ist schön geformt, aber auch ein bisschen wackelig gewesen bei mir in der Verwendung. Zusätzlich fand ich es natürlich schade, dass die Spoons nicht wechselbar sind, sondern fest angebracht sind, was für mich eben auch bedeutet, dass es hier vom Einsatzzweck so sehr begrenzt ist. Als nächstes ist der Swordman an der Reihe. Auch hier muss man sagen, dass die Edelstahlverarbeitung völlig in Ordnung geht. Also hier kann man auch nicht großartig meckern, das passt soweit. Das Handling war auch relativ einfach. Der Tritt war stabil, wenn auch eben seitlich bei dem Modell. Unten in der Mitte kann man nicht wirklich reintreten, also man muss von oben reingehen, auch wenn das hier so ein angedeuteter Mitteltritt ist. Der Auswurf ist relativ leicht und auch hier gibt es die Möglichkeit, Aufsätze, also Spoons, zu wechseln, was sehr positiv ist. Was ich später in der dauerhaften Bearbeitung schwierig fand oder wirklich unangenehm fand, war der rutschige Griff, weil hier keine extra Griffe nochmal angebracht waren, sondern nur diese Edelstahlstange eben ist, die mit der Zeit sehr rutschig wird und ich da echt Schwielen an den Händen bekam. Außerdem sind die Cores zwar sehr gut, aber doch relativ kurz, muss man sagen, also so tief kommt man hier nicht in die Erde. Das Gerät an sich ist auch relativ klein, also zu groß sollte man nicht sein. Ich bin 1,85 und für mich war es so an der Grenze zu, dass es noch okay ist. Und was man halt festhalten muss, dass die Spoons auch mit der Zeit manchmal verstopfen. Das ist immer abhängig, glaube ich, vom Boden. Wenn der Boden richtig feucht war, dann war es in Ordnung. Wenn er aber schon leicht angetrocknet war, dann war da dauerhaft eine Verstopfung da und das hat dann mit der Zeit ganz schön genervt. Als nächstes gibt es mein Feedback zum Gerät vom Rasendoktor. Auch hier muss man sagen, wie bei den anderen Geräten, dass der wirklich 1A verarbeitet ist. Es wurden unterschiedliche Materialien verwendet, die an den richtigen Stellen eingesetzt wurden, wie ich finde, und das Gerät in Summe sehr, sehr robust machen. Die Cores sind wirklich lang und gut, der Spoonabstand ist wirklich sehr schön, man schafft hier einiges an Fläche. Der Tritt ist sehr stabil, die Spoons sind wechselbar, was auch schön ist. Nur beim Handling muss ich sagen, da musste ich erst ein bisschen üben, aber als ich es dann begriffen habe, wie er funktioniert, war es auch gut. Was hätte besser sein können, wäre die Größe auf jeden Fall. Also auch hier, wie ähnlich wie beim Swordman, ist es ein relativ kleines Gerät, muss man wirklich sagen. Also für meine Größe wirklich grenzwertig. Was ich nicht ganz so schön fand, die Griffe haben sich so ein bisschen gedreht, die waren nicht ganz so festgemacht. Auch er neigt zum Verstopfen, je nachdem wie die Bodenqualität gerade ist, beziehungsweise der Boden gerade vorbereitet wurde. Was mich wirklich am meisten aber gestört hat, war, dass hier die Entscheidung nicht ganz klar war, ob die Cores nach oben oder nach vorne rauskommen sollen. Hier wäre es einfach für den Anwender besser, oben geschlossene Spoons zu nehmen, dass die Cores nach vorne rausfallen und dann ist man da auch einfacher unterwegs und muss nicht erst grübeln, wie das Gerät richtig zu benutzen ist. Das fand ich schade, das würde ich einfach empfehlen, für den Anwender hier einfacher zu machen und wirklich Spoons zu nutzen, die oben geschlossen sind. Der nächste Kandidat in der Reihe ist das Gerät von Kreitis. Auch hier, ich kann mich nur wiederholen wie bei den Geräten zuvor, eine Tipptop-Verarbeitung. An den richtigen Stellen wurden richtige Materialien verwendet und ich finde auch persönlich im Test ist das Gerät für mich, was am langlebigsten zumindest erstmal als Erscheinung da auftritt. Es ist sehr robust gemacht, die Kraftverteilung gerade durch den Mitteltritt ist sehr angenehm, dass man gut in den Boden reinkommt, die Cores sind schön und lang. Der Auswurf ist eben, wie gesagt, wenn man im Handling ein bisschen geübt hat, ist dann wirklich auch in Ordnung, was da an Cores rauskommt. Der Tritt ist sehr stabil und was hier eben auch schön ist, die Spoons sind wechselbar und auch mit wirklich marktüblichen anderen Spoons austauschbar. Was mir aufgefallen ist, was es auf jeden Fall zu optimieren gilt, ist, dass das Gerät noch relativ schwer ist. Also es war wirklich das Schwerste im Test gewesen. Das merkte man auch ein bisschen. Der Griff war für mich persönlich zu dünn, der könnte dicker sein. Was in jedem Fall zu verbessern ist, ist hier der Spoonabstand. Also wenn hier nochmal zwei Spoons vielleicht dazukommen, dass es in Summe 5 wären, dann wäre das Gerät wirklich 1A und für alle möglichen Sachen geeignet. Und was hier nicht ganz so schön war, auch wie bei zwei anderen Geräten, also beim Rasendoktor und beim Swordman, vielleicht durch den Frontauswurf, es neigt auch hier zum Verstopfen der Spoons und man muss wirklich darauf achten, wie der Boden vorher vorbereitet wurde. Und zu guter Letzt möchte ich natürlich auch noch meinen Eindruck zum Rasenspecht wiedergeben. Ebenfalls wie vorher die Geräte auch, ist auch hier die Verarbeitung super gelungen. Man kann nichts aussetzen, selbst bei den Spoons unten wurden zwei unterschiedliche Materialien verwendet, was ich ziemlich toll fand. Der Griff ist wirklich schön und handlich, man kann gut zugreifen. Was super Spaß macht, ist natürlich die Auffangwanne, wenn man die kleinen Würste dort reinfliegen sieht und am Ende alles einsammeln kann und nicht nochmal zusätzlich rumgehen muss und alles aufhaken muss. Der Auswurf ist super einfach, man kommt super toll in den Boden, die Cores sind toll, der Tritt ist sehr stabil, der Abstand ist schön eng, also der engste von allen insgesamt. Das Handling, da muss man nicht viel üben, reinstecken und dann funktioniert das einfach. Und auch hier ist es toll, dass man unterschiedliche Aufsätze hat, die man wechseln kann. Natürlich sind mir auch hier ein paar Sachen aufgefallen, wenn es auch wirklich wenig waren.
Es ist einfach so, durch die Auffangwanne, die natürlich toll ist, verdeckt es ein bisschen die Sicht auf die Spoons und man muss immer schauen, ob man wirklich den optimalen Abstand zu den Löchern davor, die man getreten hat, jetzt dann auch wiederfindet. Außerdem sind die Griffe leicht verschiebbar, das könnte man auch noch leicht verbessern. Und die Schrauben zum Wechseln der Geräte sind Kreuzschrauben. Ich denke, die können sich mit der Zeit vielleicht auch überdrehen, wenn man die öfter mal tauschen sollte, die Spoons. Und da weiß ich nicht, ob man da vielleicht hätte andere Schrauben verwenden können. Zum Schluss möchte ich natürlich noch meine persönliche Gesamtbewertung zu den jeweiligen Geräten abgeben. Falls ihr eins der Geräte habt und ihr vielleicht sogar anderer Meinung seid oder das ähnlich seht, schreibt es gerne unten in die Kommentare, aber an sich gebe ich euch jetzt wieder so, wie ich die Geräte für mich persönlich jetzt am Ende bewertet habe. Starten würde ich mit dem günstigsten Gerät, mit dem Snebur. Hier ist es so, dass es ein für mich punktueller Bearbeiter, also es bedeutet, dass man auf jeden Fall mit ihm verifizieren kann, allerdings der Abstand von den Spoons so weit ist und auch es nur zwei Spoons sind, dass man hier wirklich sehr oft reintreten muss, um dann ein gutes Lochraster zu erzeugen. Dementsprechend erhält das Gerät von mir 3 Rasenpionierfähnchen mit einem Okay dran und gehen dann direkt rüber zum Swordman. Das Swordman ist für mich wirklich ein nettes Einstiegsgerät, auch vom Preis her ist es kaum teurer als der Snebur. Es ist durchweg mit Edelstahl verarbeitet, also hier kann der Qualität kann man auch nicht meckern. Der Spoonabstand ist auch in Ordnung. Wie gesagt, es gab einige Punkte wie ein Schwielen an den Händen, dass das Gerät relativ klein war und auch natürlich im Gegensatz zu anderen Geräten auch, wo noch mit Stahl und anderen Materialien gearbeitet wurde, doch relativ einfach verarbeitet. Deswegen gab es von mir 3 Pionierfähnchen mit noch einem kleinen Plus dran, mit einem Okay. Und wir kommen jetzt in der nächsthöheren Preiskategorie an und starten mit dem Rasendoktor. Das ist für mich persönlich ein guter Allrounder, also an den richtigen Stellen wurden tolle Materialien verwendet. Grundlegend kann man mit dem Gerät gut arbeiten. Etwas negativ, wie gesagt, aufgefallen ist, dass die Größe im IBM Swordman ein bisschen kleiner ist. Und was mich, wie gesagt, arg gestört hat, ist, dass der Auswurf nicht ganz klar war. Und bei so einem hochwertigen Gerät dachte ich mir, müsste es von Anfang an klar sein, wie man damit arbeitet. Das hat im Endeffekt für mich 4 Rasenpionierfähnchen bedeutet und ein gut und definitiv auch empfehlenswert. Und es geht direkt rüber zum Kreides, den ich persönlich als robuste Langzeitwaffe bezeichnen würde. Er ist so gut verarbeitet, dass ich davon ausgehe, dass man den wirklich mehrere Jahre benutzen kann. Und auch was man sonst für Möglichkeiten hat mit Spoonswechsel und der Mitteltritt, der wirklich viel Spaß macht und wirklich eine schnelle Bearbeitung zulässt, war einfach toll gemacht und hat man gern mitgearbeitet. Wenn zukünftig noch Punkte wie die Spoonabstände, Griff und vielleicht auch am Gewicht noch ein bisschen was gedreht werden kann, dann kann sicherlich noch mehr rauskommen, aber so gab es von mir jetzt 4 Rasenpionierfähnchen mit noch einem kleinen Plus dran, also einem Gut und mit einem Plus und ich kann es auch definitiv empfehlen. Und dann bleibt zu guter Letzt nur natürlich ein Gerät übrig, der Rasenspecht, der auch die Spitze der Preistabelle natürlich anführt. Aber das muss ich persönlich sagen am Ende völlig zu Recht, denn für mich ist es einfach ein komfortabler Leichtgänger. Man muss hier nicht viel können. Einfach reinstechen in den Boden, es kommen tolle Ergebnisse bei rum, das Gerät ist tiptop verarbeitet und die kleinen Sachen, die mir aufgefallen sind, damit muss man entweder leben oder das sind Sachen, die hoffentlich perspektivisch noch geändert werden können, weil sowas wie Schrauben, das ist sicherlich keine große Sache. Dementsprechend bekommt das Gerät von mir auch 5 Rasenpionierfähnchen mit einem kleinen Minus noch dran, weil eben gesagt kleine Sachen noch zu ändern waren, aber ansonsten ein wirklich sehr gut und das ist das Gerät, was zu mich zumindest im Vergleich am besten abgeschnitten hat. Okay, und da sind wir auch für heute schon wieder durch. Ich hoffe, es hat euch geholfen, das Video, um eure Wahl zu treffen, welcher Erifizierer für euch in Frage kommt. Ich persönlich habe meine Entscheidung getroffen und freue mich darüber, dass ich hier die Chance hatte, das machen zu dürfen. An alle Hersteller nochmal den kleinen Tipp. Mich persönlich auf gut Deutsch kotzt es etwas an, dass die Spoons keinen Schutz haben. Und dementsprechend habe ich mir hier selbst ausgeholfen und habe sogenannte Stuhl- oder Tischkappen genommen, einfach drüber gezogen. Damit sind die Spoons geschützt. Das ist ein Cent-Artikel, also ist nicht wirklich teuer. Und wenn ihr das vielleicht perspektivisch mitschickt bei den Geräten, sollte das für alle, glaube ich, ein guter Nutzen sein. Dann kann man die Geräte nämlich auch mal so nach unten abstellen. Ein kleiner Dank geht aber auch noch raus an alle Hersteller, die mir ein Leihgerät zur Verfügung gestellt haben. Ohne euch wäre das Video wahrscheinlich sonst gar nicht zustande gekommen, weil jedes Gerät zu kaufen, muss ich persönlich sagen, wäre mir dann doch zu teuer gewesen. Also von daher nochmal ganz lieben Dank. Es sind tolle Menschen dabei, die hier die Möglichkeit geschaffen haben, mir Geräte auszuleihen. Haltet eure Produktqualität oben, seid weiter so innovativ und ich denke, dann haben auch langfristig viele andere Leute Spaß an euren Produkten. Und für alle Zuschauer des Videos noch mal ein kleiner Schmankerl am Ende. Ich habe natürlich zu dem Video noch eine kleine Tabelle für mich angefertigt, wo alle Daten drin stehen, Vor- und Nachteile, eine Endbewertung und so weiter und so fort. Wer daran Lust hat und das kostenlos von mir haben möchte, der müsste auf Instagram gehen, meinen Kanal abonnieren und alle Abonnenten meines Kanals haben die Möglichkeit, per persönlicher Nachricht von mir diese Tabelle zugeschickt zu bekommen. Also wenn ihr Lust habt,
zu Instagram und dann kriegt er sie. Tja, und dann freue ich mich eigentlich sagen zu können, das Video ist für heute vorbei. Schaut doch gerne nächstes Mal wieder vorbei, wenn es heißt entdeckt, was in eurem Rasen steckt. Es hat mir Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, liked das Video gerne oder lasst ein Abo da für meinen YouTube-Kanal. Schaut doch gerne bei Instagram vorbei, wie ich es gerade schon gesagt habe, und schaut euch da meine Stories an. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hat mich gefreut. Ciao.